Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Heute stehen ein paar Sachen auf dem Plan. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu meinem Fußpflegetermin. So nochmal die Fußnägel auffrischen vor der Hochzeit. Ich habe jetzt gerade auch Kaya zum Kindergarten gebracht, deswegen habe ich jetzt eine Stunde Puffer. Juli ist gerade auf dem Weg, Vater und Easy vom Flughafen abzuholen. Die kommen nämlich heute schon zu uns und wir werden dann gemeinsam, beziehungsweise Kat, Leo, Janik, er wird auch noch kommen in 2 Tagen. Vater und Isi werden dann zusammen nach Italien fahren mit unserer Familie. Juli und ich werden schon etwas früher fahren. Genau, und deswegen heute kommen die schon zu uns. Ich freue mich schon, weil dann werden wir 2 Tage auf jeden Fall mal hier so verbringen. Bisschen Paddle spielen und so weiter, einfach chillen. Die Kinder können miteinander spielen und ich glaube, das werden richtig schöne 2 Tage. Heute Nachmittag haben wir was Cooles geplant. Das haben wir schon länger tatsächlich gebucht. Und zwar haben wir ein Family-Shooting geplant mit unserer Filipino-Family. Also so richtig im Studio, damit wir einfach wirklich so schöne Familienporträts haben. Weil wir sowas noch nie gemacht haben auch. Also mit unserer Filipino-Familie. Und jetzt, wo schon alle da sind, ist es ganz schön. Und für alle, die sich aufgeregt haben, beziehungsweise die gesagt haben, wie können wir noch unseren Opa nicht einladen und so weiter. Ihr müsst bedenken, unsere Großeltern sind mittlerweile 80 Jahre alt. Und für die ist so eine Reise einfach super anstrengend. Ich darf nicht vergessen, dass sie 24 Stunden fliegen und unser Opa hat das ja schon 2022 mitgemacht. Also hat er damals auch schon gesagt, das war für ihn definitiv die letzte Reise, weil es auch einfach für seine Knochen zu anstrengend war und deswegen ist er hauptsächlich nicht dabei. Aber umso mehr freue ich mich, dass meine Oma das gemacht hat, auch wenn es für sie mega krass anstrengend ist und genau, also jetzt in die Tage, wo sie hier ist, merkt sie auch, dass so jeder kleine Ausflug schon wirklich, da kommt sie wirklich schon an ihre Grenzen. Deswegen ist sie auch manchmal, also ist sie auch nicht bei jedem Ausflug dabei. Guten Morgen, ich habe schon ready gemacht, weil heute haben wir ein Family Shooting und das Motto ist weißes Oberteil und Jeans. Das ist auch mein Make-up of the Day. Um 14 Uhr, also ich hole dann noch Lori ab, ziehe sie um und sie trägt so ein weißes Kleid. Mal schauen, ob sie es überhaupt anziehen möchte. Und dann fahren wir ins Studio. Die Johanna macht heute die Bilder von uns. Freuen wir uns auf jeden Fall auch schon drauf, weil wir haben gar kein Bild, wo die ganze Familie drauf ist. Klar, Opa fehlt. Das haben mir auch schon einige geschrieben, warum Opa nicht da ist. Aber was ist jetzt Omas Time? Shine. Schauen wir jetzt meine Haare und ich benutze hier dieses Welleneisen, das habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. Ja, meine Haare sind so, guck dich das mal an. So eine komische Struktur gerade. Und das hier. So sehen meine Haare dann aus. Ist eigentlich ganz cool, wenn man so Missy Waves hat ein bisschen. Also ich finde aber bei längeren Haaren sieht es am besten aus. Okay, ich habe jetzt doch nicht mehr umgezogen. Ich glaube, ich lasse einfach das Outfit an. Ich habe jetzt noch Schuhe angezogen. A Pop of Red. Ich habe nämlich gesehen, mein Onkel hat nämlich so Sambas an mit so roten Streifen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz nice, wenn ich so ein bisschen rot anhabe. Und ich glaube, ich ziehe noch einen Gürtel an. Ich nehme das hier. Das ist einfach so eine Handyhalterung, wisst ihr? So eine Handykette. So, das ist also mein finaler Look und ich zeige euch mal die anderen. So, war jetzt bei der Fußpflege, habe mich für weißen Nagellack entschieden und es sieht wieder so fresh and clean aus. Jetzt der Rest der Family. Alle in weiß. Blau. Heute ist unser Family Shooting.
Wir haben es tatsächlich geschafft, alle den Dresscode durchzusetzen. Es ist Denim und Weiß, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Und also, es haben sich echt alle sehr gut dran gehalten. Kai hat auch was Weißes an. Und Lori hat jetzt auch ein Kleid bekommen. Wir sind hier alle bei Johannas Studio angekommen und haben auch schon die ersten Family-Shootings gemacht. Das sieht irgendwie voll schön aus, wenn alle gleich aussehen. Die Einzige, die nicht gleich aussieht, ist Anna. She's extra. Sollen wir noch mit Stella und Mama machen? Zu viert. Wer ist da? Ja, was das geht mir an, paar andere Fußballer. Da, die zwei Filipinos sind fleißig. Die werden jetzt hier meinen Rasen mähen. Und die können hier nichts falsch machen, weil das ist gar kein Rasen hier, was ich hier habe. Aber es ein bisschen ordentlich aussieht. Und damit die auch was zu tun haben. Und Oma ist auch ganz gespannt. Schaut mal, wer hier ist. Hi. Wir frühstücken jetzt zusammen. Was? Eis. Ruhe-Eis. Menemen. Kannst du das machen? Menemen wäre gut. Das hört sich sehr gut an. Ja, okay, warum nicht? Wir sind schon in unseren Tennis-Looks. Ich liebe das. Tennis-Girl-Era. Wir haben Hobbys. Ich habe jetzt endlich mal ein Hobby. Ist so geil. Wir gehen nämlich nach dem Frühstück Paddle spielen. Kaya habe ich schon in den Kindergarten gebracht. Und genau, weiß ja Johanna Bescheid, dass sie spielen? Was? Johanna weiß Bescheid, dass sie spielen, gell? Weil wir beim Fotoshooting haben es eh gesagt. Nee, also dann sag's ihr nochmal. Und danach geht es zum Kofferpacken, weil ich habe noch nicht gepackt. Eigentlich wollte ich schon einen Tag vorher packen, um Sachen einzupacken, die ich, also damit ich noch die Sachen einpacken kann, die ich vergessen habe. Aber ja, es wird wie immer last minute. Breakfast is ready. Und ich habe hier einfach mal 10 Brötchen geholt, weil ich dachte, wir sind ein bisschen mehr Personen, aber jetzt sind wir doch nur zu viert. Wo sind eigentlich die ganzen Filipinos hin? Die schlafen alle noch in ihren Zimmern. Echt jetzt? Krass. Gut, und selber? Wir sehen richtig professional aus, ne? Mit unseren Hüten und so. Wir sind richtig. Richtige. Ja. Willst du dich noch einkriegen? Wir haben noch Sonnencreme dabei. Aber gut, vorbildlich. Ich hab richtig diesen. Ja. Gerade, also ich weiß nicht, du hast ein bisschen den Dresscode verfehlt.
Wir sind ja jetzt am Pool. Ey, das Paddelspielen war zwar ganz nice, aber es war echt sehr, sehr heiß. Das hat sich gereimt. Wir sind jetzt direkt an den Pool gefahren, weil wir uns abkühlen müssen. Ja, es wird ernst. Das Auto ist voll. Ich muss noch meine Schuhe einpacken, aber dann sind wir fertig. Ich brauche noch meinen Kulturbeutel. Ja, ich auch, aber das gehen wir zuletzt einfach oben drauf schmeißen. Also Kulturbeutel brauche ich noch und ich muss mir noch ein paar Brote schmieren. Ganz wichtig. Da hätte ich extra Brötchen gemacht, ne? Wir haben jetzt soweit alles ready gemacht. Ich wollte eigentlich noch mein Ehegelübde ausdrucken, aber das wird jetzt, glaube ich, nichts mehr. Deswegen muss ich es irgendwie aufschreiben. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja, für uns geht es dann ganz, ganz früh morgens los. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, wir kommen gut durch. Und ich wollte einfach nur diesen Vlog beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye!